Dann begrüße ich euch zur nächsten Demo vom Steam Next Fest 2024. Unser erstes Spiel für heute heißt Pacific Drive. Da bin ich eigentlich vor allem deswegen gespannt, weil man Auto fährt. Ich ja einen kleinen Sweet Spot habe für Autofahren in Videospielen. Als Rocket League Experte habe ich in diesem Spiel hoffentlich überhaupt keine Probleme. Und zusätzlich erwarten einen ja dann wahrscheinlich noch irgendwelche schönen atmosphärischen audiovisuellen Leckerbissen in diesem Spiel. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das Spiel funktioniert. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass es dafür eine Demo gibt. Bevor man sich das kauft, wobei das auch irgendwie, ich habe gesehen, ich glaube, kostet irgendwie 30 Euro. Also ist jetzt auch kein Vollpreistitel. Aber damit man vielleicht schon mal weiß, was einen da erwartet, bevor man da das Geld ausgibt. Von daher würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Mit mindestens 15 Minuten für Pacific Drive. Gucken wir mal. Oha. Nimm deinen Abfall mit und fahr vorsichtig. Der hohe Regenwald, Hurricane Ridge, Kala Loch, Ruby Beach. Ja, also das verwirrt mich gefühlt irgendwie mehr. Man weiß halt gar nicht, was los ist, aber wahrscheinlich geht es einfach nur um Speicherslot. Aber aufgrund der vielen Buchstaben und Dinger, die einen ablenken. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte. Aber auch über nächtliche Evakuierung. Die Regierung riegelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Moin Alex. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Das ist schon mal erstes Feedback für die Demo. Vielleicht läuft der Text in Deutsch auch einfach ein bisschen länger, deswegen vielleicht die Zeiten ein bisschen hochschrauben. Oder selber klicken lassen. Eigentlich immer die beste Option, selber klicken lassen. Weil vielleicht streamt man das ja auch und liest noch kurz eine Sache im Chat, dann ist der Text mit mal weg und so. Jetzt habe ich gerade nicht auf das Brettchen da geguckt. Die Olympic-Halbinsel 1998. Südlich der Schutzmauer umhüpft unser Auto. Bei mir den Ton noch ein bisschen lauter. Wie sieht es bei euch tontechnisch aus? Okay, ich kann mich nochmal nicht 360 Grad drehen, das finde ich gut, nur so Schulterblick. Aber auf jeden Fall schon sehr, sehr gelenkiger. Roll rückwärts. Ich habe noch gar nichts gemacht, ich roll jetzt schon rückwärts. Aber ich glaube da hinten ist, genau, wir können nicht runterfallen. Oh, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Mir ist schon aufgefallen, also ich spiele ja wie immer am PC mit dem DualSense Controller. Mir ist schon aufgefallen, dass bei dem Spiel das Ladegedöns ein bisschen anders aussieht. Das ist normalerweise nicht so, dass das hier so ein kleines Lichtchen ist. Und das ist das erste Spiel, was ich am PC spiele. Auf Steam, einfach so, was hier Adaptive Trigger hat. Widerstand und vibriert, wenn ich den drücke. Und ich musste ziemlich doll drücken, um Gas zu geben. Weiß ich aber gerade noch nicht so richtig, wie ich das finde. Also scheinbar, okay, der rechte Trigger simuliert scheinbar so den Untergrund. Naja, ich weiß nicht, ob ihn das Trigger happy macht. Ist mir, glaube ich, sogar ein bisschen too much.
habe jetzt aber auch gerade nicht in die Settings geguckt, ob ich da, also da könnte ich ja bestimmt irgendwie an den Vibrationen ein bisschen was umstellen. Scheibenwischer an. Ich glaube, das wäre ein schönes Spiel für Virtual Reality, weil ich jetzt schon so ein bisschen Bedenken habe, inwiefern man sich umgucken kann, während man hier rumfährt. Wenn jetzt, weil jetzt mit VR-Brille einfach selber so gucken zu können, wäre schon ziemlich nice. Und ja, bis jetzt muss ich auch sagen, fühlt sich die Fahrsteuerung ein bisschen schwerfällig an. Aber es ist zumindest sehr atmosphärisch, das würde ich schon sagen, bis jetzt. Bin aber auch ein bisschen von der Interieurgrafik. Oh Gott, meine Hand, jetzt wenn ich mal anhalte, meine Hand vibriert schon so ein bisschen, weil jetzt schon, wie so wenn man so eine halbe Stunde im Bällebad bei McDonald's ist und man das Gefühl hat, man läuft auf Bällen. So fühlt es gerade meine Hand schon an, die Vibration. Also ich meine hier mit den ganzen Zetteln und so finde ich soweit ganz gut, aber irgendwie finde ich hier die Armaturenbrett ein bisschen und Lenkrad ein bisschen wenig detailliert und dieses zwischendrin Hüpfen. Okay, jetzt rolle ich schon wieder rückwärts. Aber gut, ist ja auch noch eine Demo. Ist ja auch noch nicht fertig. Wobei das Spiel auch bald schon rauskommt. Aber ist trotzdem nur eine Demo, von daher rege ich mich jetzt nicht wegen hüpfender Autos auf. Das wird dann ja hoffentlich noch gefixt. Vielleicht hat er einfach in dem Spiel noch nie jemand angehalten. Deswegen ist es noch nicht aufgefallen. Wahrscheinlich lasse ich mir auch viel zu viel Zeit, dann läuft der Song nachher aus. Obwohl ich am Ende des Songs beim großen Climax von einer ganz anderen Stelle sein müsste eigentlich. Oh, da stand ein Schild, Warning. Also ich glaube Atmosphäre, ja, würde ich schon sagen. Da könnten schon mal so ein paar coole Songs auf jeden Fall drin sein, die dann auf die Playlist kommen. Oh, jetzt ist Radio an, oder was? Sehr gut, Möbi. Ist ein Baum umgefallen? So, jetzt können wir mal so das Schild hier lesen. Warning. High Air Levels Facility Extreme Caution Advice. Further Inquiries Directed to Gate C2B. So. Müssen wir jetzt Offroad. Warning. Aber da steht nichts, nee. Das ist schon ein bisschen verblichen. Steht das eher für Radiation? Radiation Level? Frag mich halt auch, ob man dann so in den Spiegel, aber einen Rückspiegel haben wir nicht. Aber das stelle ich mir jetzt schon. Ich habe ja auch ein bisschen Angst, dass das Spiel vielleicht auch ein bisschen gruselig ist und dann hat man einfach so irgend so ein Vieh in seinem Rückspiegel. So. Uäh. Ist da gerade was explodiert? Naja, haben wir was wir nicht sehen. Interessiert uns nicht. Oh ja, ich glaube, da vorne ist nochmal so ein Ding.
Okay. Gar nicht creepy. Okay, es wird immer mehr. Warum fahren wir hier nochmal rein? Sollen wir jetzt direkt wieder umdrehen oder? Wo ist eigentlich unsere Hupe? Okay, hier scheint das rote. Oh. Oh no. Mein rechter Trigger vibriert nicht mehr, mein Auto ist ausgegangen. Oh oh. Danke für den Lagebericht, Alex. Die Olympic Exclusion Zone. Bring dich in Sicherheit. Gehen und finde eine Transportmöglichkeit. Okay, kann ich mir hier collect your car. Gut, dass unser Auto nur so in Einzelteilen ist und nicht wir. Aber ich bin mir trotzdem nicht so sicher, wie gut uns das hier tut. Also, ich weiß nicht. Ich wollte gerade fragen, warum geht man freiwillig hier rein? Aber wahrscheinlich Journalismus. Ja, aber Sprinten ist jetzt auch noch nicht so super schnell. Tauschen. Kautschuk. Okay, aber wir haben jetzt schon mal gelernt, es gibt nicht nur auto-exklusive Parts, sondern auch so Fußparts. Punkttaste wie ein Elden Ring, okay. Sollen wir denn noch einmal verlängern? Sonst wäre jetzt gleich die Zeit schon um. Oh. Fußtritt ohne Fuß. Tobias. Francis, the radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece of junk years ago. Car Mechanic Simulator. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich frage mich halt gerade ein bisschen. Ich stelle mal einmal den Timer nochmal hoch. Aber ich würde mal ganz kurz in die Settings gucken wollen. Was ist denn hier grafiktechnisch? Ich habe da jetzt ja nicht nachgeguckt, weil ich dafür eigentlich keine Zeit aufwenden möchte. Aber was sagen denn hier die Grafik-Settings? Ultra. Ist alles auf Ultra schon. Bis auf das hier. Ich finde halt irgendwie, also ich meine, es scheint ja auch, ich habe jetzt mich auch nicht informiert, von welchem Studio das ist und so und wie groß sie sind. Wie gesagt, das Spiel soll ja 30 Euro kosten. Deswegen sollte man wahrscheinlich jetzt auch kein super AAA High Polish Super Spiel erwarten, was das angeht. Aber ich fand irgendwie in den Trailern, aber das hat
ist wahrscheinlich auch generell so. Ich denke mal, Sachen, die eher auf weite Entfernung sind und so atmosphärisch im großen Ganzen, wirkt es, glaube ich, grafisch sehr schön. Also wenn man jetzt einfach hier so reinguckt, würde ich sagen, sieht es ja eigentlich ganz schön aus. Aber wenn man sich halt hier irgendwie Details ein bisschen anguckt, wie das jetzt hier, oder auch also ich weiß nicht, war jetzt nicht wirklich Wasser, aber dieses Ölfleckenwasser da war jetzt auch nicht sonderlich hübsch. So, das Auto von innen finde ich jetzt nicht so super krass detailliert. Also wahrscheinlich ist das so ein 1A, AA oder sogar Indie-Dingen. Aber ja. Drehe den Zündschlüssel. Okay, direkt angesprungen. Geil. Triple Indie, genau. Located in Midzone Sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Ich hab ein bisschen Lenkproblem. Ich kann nicht nach links lenken ordentlich. Hey, we got a live one. Hey, do you copy? Oder liegt das am Matsch gerade? Warum kann ich so schlecht nach links lenken? Habe ich den Reifen nicht ordentlich angehoben? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Okay, hey, Kofferraum sollten wir auch nichts reinpassen, packen. Instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there Komisch. However you can, and be quick about it. Also, ich muss erst, sorry. Bin lange nicht mehr Auto gefahren. Jetzt habe ich hier so einen Schmock im Gesicht. Ich kann überhaupt nicht nach links lenken. Achtung, Baum. Ich weiß nicht, warum ich so schlecht nach links lenken kann. Aber vielleicht ist das auch gewollt, aber es ist irgendwie sehr komisch. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Kann ich mit WASD fahren? Okay, also mit WASD kann ich ganz normal fahren, scheinbar. Warum kann ich mit dem Controller gerade nicht ordentlich fahren? Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder. Oder? Not sure. Kann es sein, dass dieser braune Schmock immer größer wird? Ist das, weil wir weiter in das Gebiet reinfahren oder weil ich aus Versehen im Schmock aus dem Auto ausgestiegen bin? Vielleicht nicht so eine gute Idee war. Vielleicht sehen wir nichts mehr, aber der Timer ist eh bald vorbei. Guten Morgen, Terael. Hier, guck mal, neues Rocket League Update. Ich glaube, ich steig mal eben kurz für den Moment hier auf Tastatur um, weil sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Also ich meine, das ist halt auch schwieriges Gelände, das sehe ich schon ein, aber irgendwie funktioniert mit dem Linkslenken nicht so gut. Ich muss halt auch sagen, jetzt in dem... Oh nein, das Auto ist wieder ausgegangen. Zapfe Benzin ab. Oh Gott, kann ich irgendwie mein Gesicht wischen? Okay, ich glaube, das Zeug geht gerade ein bisschen wieder weg, oder?
Gut, aber dafür brauche ich wahrscheinlich einen Kanister, ne? Habe ich einen Kanister? Benzinkanister 0 von 1. Ist der bei so einem Auto vielleicht vorne drin? Nee. Das ist ein Benzinkanister? Ah ja. In diesem extra dafür vorgesehenen schwarzen Blob. Ja, ich glaube, es war auch nicht... Also, wäre vielleicht jetzt auch irgendwie... Bug Report oder so, oder keine Ahnung, oder Playtesting. Aber wahrscheinlich steigen die meisten da nicht aus dem Auto aus. So wie ich. In den Matsch rein. Okay, aber wir müssen uns in dem Spiel halt auch auf jeden Fall um unsere Tankfüllung dann wahrscheinlich kümmern. Wahrscheinlich auch in schwierigen Situationen. Muss ich jetzt wieder zünden? Ah, da sehen wir auch unseren... glaube ich, muss mich beeilen. Ah! Also die Zeit ist auch vorbei, aber... Ich glaube, das Auto geht jetzt auch gerade wieder. Ich glaube, das Auto ist wieder gefixt. Also es ist halt irgendwie schwierig in der Hinsicht, weil... Für mich persönlich ist es jetzt nicht ganz so einfach, hier mit dem rechten Stick die Kamera so zu bewegen und dann vielleicht auch so schnell irgendwie Zündschlüssel anzumachen und Gang einzulegen und so. Das würde mit Maus auf jeden Fall schneller und gezielter gehen. Aber noch besser wäre halt aus meiner Sicht Virtual Reality, damit man halt die Controller-Steuerung hat für Gas geben und so vom Controller, aber das Umschauen von der Maus. Ich bin schon ganz froh, dass es so ein paar Quick-Buttons gibt. Ist da ein Baum oder schwebt da jemand? Ich bin schon ganz froh, dass es so Quick-Buttons gibt für Licht an und Scheibenwischer und so. Oh oh. Danke. Bonk. Naja, aber ich würde jetzt trotzdem langsam aufhören, auch wenn ich das Gefühl habe, wir haben jetzt nicht so viel gesehen. Okay. Oppis Werkstatt, ja geil. Wobei das vielleicht auch nicht unwichtig wäre, nochmal kurz in Oppis Werkstatt reinzugucken. Weil, ich weiß nur gerade nicht so genau, ist das der Eingang in Oppis? Oh, jetzt regnet es aber doll. Wenn ich mich mit Matsch in Regen stelle, wird dann mein Matschgesicht weggeregnet. Oh, vielleicht haben wir schon nicht ausgemacht. Naja. So, bitte waschen Sie meinen Screen sauber. Nein. Ja, einmal im Matsch rausgegangen, immer Matschgesicht. Ja, das war, da lernt ihr draus, Kinder. Ich glaube, das ist zu. Gut, ich würde dann hier trotzdem erstmal Schluss machen. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe der Demo jetzt nicht so wirklich den Tribut gezollt, den es verdient, aber wir haben ja hier nicht umsonst unseren Timer. Und wird mein Gesicht immer noch matschiger? Kann das sein?
Also ich finde es an sich, finde ich das Spiel immer noch sehr spannend. Ich würde dann, glaube ich, offstream noch ein bisschen weiterspielen wollen, damit ich noch ein bisschen mehr sehe vom Gameplay. Jetzt gab es halt so ein paar technische Hiccups. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern das jetzt vielleicht auch wieder an meinem PlayStation-Controller lag, der vielleicht noch nicht so hundertprozentig hier supported ist in der Demo, obwohl die Vibration schon drin ist vom DualSense. Atmosphärisch und auch so auf die Weite gesehen, grafisch finde ich es eigentlich ganz gut. Danke, Möbi. Viel Spaß noch und gute Fahrt. Und Grüße an Piki. Und Grüße an alle anderen, die du triffst. Ja. Da finde ich die Grafik eigentlich ganz gut. Von der Grafik im Detail war ich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass die doch nicht ganz so high quality ist, wie ich jetzt von den Trailern so erwartet habe. Ich hätte halt, von den Trailern habe ich irgendwie so ein richtig krasses High-Polished-Game erwartet. Das ist es jetzt irgendwie nicht. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass das Problem mit dem Matsch hier, weiß ich nicht, ob das irgendwie in einem fertigen Spiel wäre ganz gut, wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr vom Spiel sehen könnte. Ansonsten fände ich es richtig cool, wenn das Spiel in VR rauskommen würde. Weil ich habe ein bisschen Schiss, wenn man es mit Controller spielt, dass man dann auch schnell Sachen vielleicht übersieht, die links und rechts von einem passieren, weil man halt irgendwie nicht so schnell hin und her gucken kann. Aber ich will es halt eigentlich auch nicht mit der Maus spielen. Weil ich finde es schon geil, jetzt gerade mit den adaptiven Triggern Gas zu geben und zu bremsen. Weil mit WASD hat man natürlich nur 1 und 0 und da vibriert auch nichts. Aber umgucken ist mit Maus halt besser. Naja. Was gebe ich dem denn? Ich gebe dem jetzt, glaube ich, aufgrund der technischen Probleme erstmal nur 3 Sterne. Ich würde dem aber eigentlich gerne mehr geben. Vielleicht wird ja mein Rating noch ein bisschen besser, wenn ich es dann noch weiterspiele. Aber Stand jetzt, von dem kurzen Einblick, den wir hatten, bin ich noch nicht so überzeugt. Eigentlich hauptsächlich aus technischer Sicht eigentlich. Naja, das ist mein erster Eindruck von Pacific Drive. Und dann sehen wir uns in der nächsten Demo wieder. Ah ja, hier noch die 3 Sterne. Nochmal offiziell. Bis YouTube.